Kommen Sie bitte, helfen Sie Wo mir. bist du? Into the water. Ja, ich such dich gerade. Von der Insel ah, aus ich seh dich, links ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich bin schon auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Er knabbert mich an, weiter. Oh, oh, oh. Niemals wirst du die Pseudonyma essen. Gibst du mir auch einen Kuss? Natürlich. Okay. Mua. Viel besser. Ja, ne? Gott sei Dank. Was für ein Schiff. Hast du Titan jetzt schon gemacht? Ja, habe ich auch schon erforscht. Ach so, gut. Du sollst auch da reingehen. Ja. Wo ist der Hai? Weiß nicht. Hab ihn! Also gefunden. Ich habe ihn gefunden. Entschuldigung. Warte, ich helf dir. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass... Danke. Bitte. Ich opfere mich als Haifutter. Ja, sehr gut geholfen. Dann kann ich jetzt vielleicht mal das Metall wiederfinden, was ich gerade gesehen habe. Beide können gleich bei mir abgeholt werden. Okay, Koch. So toll, Koch an Bord zu haben. Ja. Eigentlich bin ich im Spielen meistens diejenige, die kocht. Jetzt bin ich es mal. Ist ja auch mal schön für mich. Ja. Jäger und Sammler. Hast du noch weiter Schrott? Schrott. Ja doch, Schrottklumpen. Schrottklumpen? Ich mach alles. Ich nehme einfach alles mit, was rumliegt. Außer die Muschel, die nicht. Soll ich nochmal eine Kartoffel pflanzen? Einmal geht noch. Ja klar. Pflanz alles, was geht. Wir brauchen das ja jetzt auch für unseren Biokraftstoff. Ah, okay. Ich will mal eben zu dem Fass da hinten. Mhm. War es jetzt unklug, die Kartoffeln jetzt zu braten, richtig? Nö, essen müssen wir ja auch, also von daher. Oh. Unterm Boot und kann man Sand auch da reinpressen? Warte mal, ich versuche erstmal alles als Biokraftstoff. Wahrscheinlich nicht, macht keinen Sinn, aber... Nee. Da steht ja auch Rohkost und nicht, ne? Ja, das ist richtig. Oh ja, Sand geht. Schön. Was? Ach so. Hä? Ach, deine Batterie ist übrigens leer. Man könnte gucken, ob man die... Wieso isst du denn das Fleisch roh? Ja, weil ich dumm bin. Also, hat es denn geschmeckt? Ich meine, es ist so wie Sushi, oder? Frag nicht. Es nervt mich so dermaßen, dass ich jedes Mal linke Maustaste drücke. Unglaublich, ehrlich. Dann lass es doch, Mensch. Ihr macht das doch nicht, Enzo. Macht das doch nicht. Kann man Pilze auch braten? Da bin ich ja mal gespannt. Braucht man da Pulver? Oh, und ich wollte gucken, ob das geht. Ich wollte nämlich jetzt mal neue Netze machen, damit wir die nächste Mal einfach nur mitnehmen müssen.
Wir haben dann halt auch nichts mehr so ein Zeug, ne? Hm. Wo waren Steine? Hier, in der zweiten. In der, okay. Machst du noch eine Batterie oder? Achso, ich bin hier am Schmelzen. Okay, ja, dann guck aber ich. Ja, kann ich machen. Nee, ich guck, alles gut. Okay. Batterie, danke. Kupferschrott und Kunststoff. Sind wir denn dann fertig hier? So, grundsätzlich? Ich denke schon. Aber ehrlich gesagt würde ich den Motor auf echt gegenüberliegenden Seite setzen. Das macht für mich mehr Sinn eigentlich, aber verstehst du, was ich meine? Aber wir können einen dritten Motor da einsetzen, wenn unser Boot einfach größer ist. Vor allen Dingen, weil wenn wir den jetzt da hinsetzen, dann... Obwohl, ich habe noch ein paar Pipes. Ja, mir ist egal, setz den halt dahin. Erstmal. Zack. Ich will nur mal gucken, wo ich den getan habe. Irgendwo hatte ich so. Aber was? Hat jemand die Pipes gesehen? So. Die Pipes? Die Pipes! Wo sind sie denn, die Pipes? Ist die noch hier? Da, eine habe ich noch, naja. Oh. Hast du umgesetzt? Ja. Ich tue jetzt mal nicht den ganzen Seetang einschmelzen, ne, sondern lass 20 Stück über. Was braucht man denn für Pipes zu machen? Ich mach schon, alles gut. Ach so, okay. Gut, dann kümmere ich mich weiter ums Essen. Mhm. So, mal gucken, ob man Pilze auch drauf... Ne, Pilze kannst du nicht drauflegen, schade. Ich hab noch zwei Kartoffeln. Wie mache ich das? Einfach hier rein mit den zwei Kartoffeln? Ja, guck. Musst du gucken, wie es geht. Rohe Kartoffeln, Moment. Jo. Hab ich. Was? Das stinkt bestimmt dann voll. Och Mann. Ich dachte, ich könnte die Batterie damit reinschmeißen. Geht gar nicht. Nee, habe ich auch schon probiert. Dann schmeiß die jetzt weg, ja? Also ich wüsste nicht. Gerade zumindest nicht, wo wir, was wir damit machen könnten. Mhm. Sind wir hier fertig? Ja. Dauert ein bisschen. Sei denn jemand hat Lust hochzugehen. Nee. Geht das? Nee, es geht nicht. Warten, was soll machen? Geh schon, die Eimer, die hier drehen. Damit wir hier wegkommen. Erstmal. Bewegen wir uns ja, ne? Wir bewegen uns, ja. Okay, einmal das bitte drehen, das Steuerrad. Oder, obwohl, nee, ja, lass. Noch hängen wir fest ein bisschen. Jetzt nach vorne. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, dann nicht. Erst wenn wir links an der Dings vorbei sind. Du sagst mir einfach, wenn ich drehen soll. Mein Gott, jetzt hör auf zu husten, du kannst ja gleich was trinken. Ich stell's ja auch immer an, ne? So, warte, ich geh mal kurz. Ach wo, ich hab Trinken dabei. Ich kann einfach so trinken. Soll ich dann sanft nach rechts drehen? Zurück! Ja. Rechts! Ja, bin schon dabei. Weiter rechts?
Ja, da, hier war noch so diese Insel, die wir besuchen wollten, weißt du? Ja, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Rechts von uns gerade. So Ah. langsam zurück, nicht zu weit. Genau geradeaus weg von der Insel quasi. Ja, ein bisschen musst du noch. So? Mach mal weiter. Ich glaube, ich habe zu früh gesagt. Sag jetzt später, ne? Also. Nixer? Jetzt Was denn? gerade! Jetzt gerade! Ja. Ja, okay, so funktioniert's. Ja, gut. Genau so. So, Nixer, jetzt kommen wir wieder anmachen, die Motoren. bitte schön. Dankeschön. Das waren deine. Haben wir? Ja. Mhm. Und wie? Jetzt fahren wir. Der Motor läuft in die falsche Richtung. Ja, das musst du. Ja, jemand hat den umgesetzt, weißt du, und dann nicht drauf geachtet. Das Ja, das war ich. War mein Fehler, gebe ich zu. Enzo, wenn du was pflanzt, das muss auch gegossen werden, ne? Das hat sich gegossen. Die Möhren, ach Möhren, Kartoffeln hier Die nicht. Möhren. Oh, das hatte ich ja. Hol mal bitte die Möhrchen. So. I got the smell Mein Gott, power. ja, ich gehe ja schon was essen. Stell dich doch nicht so mal so an, ey. So. Nicht die rohe Kartoffel. Die wollte ich doch da reintun. Oh nein. Ja, ich müsste mir wieder einen neuen Haken bauen. Jemand hat Da einen fährt Haken ein Schiff geklaut. Dingens an uns vorbei. Ein, ist schon gut. Vier Planken, zwei Der Hai ist Seile. lustig. Der Hai kommt kaum hinterher. Guck mal, da ist er. Die Insel, meine ich. Ja, ich hole schon mal Müllwürfel und Handelsmüll zurück. Hi. Hi. Ja, ich habe jetzt den nicht getroffen, den Hai, weil der Enzo da war. So. Nein. Ist das die nächste Story-Insel? Nee, Nein, ne? nein, das ist nur eine Insel. Okay. Dann packe ich jetzt mein ganzes Schmelzzeug rein, damit ich wenigstens die Taschen wieder. Enzo, würdest du dann bitte auch mal unter dem Motor das verstärken, unser Raft? Dazu brauche ich erstmal meinen Hammer. Du bist Hammer. Motor aus? So. Warte, wir kommen ja nicht hoch. Okay. Was brauche ich dafür noch? Hier, Moment. ja. Machst du aus? Und ha. So kommen wir auch wieder weg. Das stimmt. Metallbarren und Nägel brauche ich dafür. Okay. Müsste alles da sein. Metallbarren haben wir noch, ne? Ja. Ja. Ja, haben wir noch, genau. Und Nägel. Nägel waren hier. Okay. Hier ist eine kleine Babyziege. Soll ich so weit verstärken, wie ich kann?
Ja, ne? Nein, nur da. Wir wollen doch hier eventuell noch ein bisschen was hinbauen. Okay. An der Seite. Ja, ich habe auch einen. Ja gut, zwei habe ich. Okay. Nein, wie sofort mir auf die Finger geklopft wird hier. Ja, sonst machst du das umsonst, weil wir wollen ja da noch ein bisschen stärken. Arschlochschwein! Hier ist also ein Schwein. Geht's dir sonst denn gut? Ja. Okay. Kommst da ums Eck, weil es so erschreckend volle Kanne. Dreckschwein, elendes. Enzo, bleibst du hier? Ja, ich muss mir noch einen Haken bauen. Kannst du da mal jetzt oben vielleicht einmal gießen? Ja, mach ich. Boah, das scheiß Schwein. Wo ist der nicht? Es ist tot. Hervorragend. Wo ist die Insel? Ach, auf der Seite. Wir brauchen... Ihr macht die Motoren nicht so gerne aus, irgendwie, ne? Ja, ich denke, die waren aus. Nö, der eine war, lief die ganze Zeit, deswegen hat sie die ganze Zeit Roms gemacht. Die Kartoffeln sind wieder reif, die kann ich wieder ernten. Ja, packt er die da hin, aber egal. Nein. Hier könnte übrigens auch wieder ein Händler sein. Ja. An dem, bei dem bin ich gerade. Nein, das wollte ich auch. Kugelfisch wollte ich eigentlich sagen. Ach so. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass meine Taschen voll sind. Mein Gott, warum brenne ich denn die Bienen nicht? Jetzt habe ich sie. Brauchen eigentlich keine Bienen mehr, oder? Wie viele Bienen? Mm-mm. Ich schmeiß die ja weg. Hä? Ach so, die stören dich und ich verstehe. Ja, die haben mich gepiekst. Wir können schon Honig aufnehmen bei uns. Ja, habe ich schon zweimal gemacht, glaube ich. So, dann... So. Soll ich einen Kompass kaufen? Ja, wäre nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen, aber wegen mir können sie ihn kaufen. Meinst du nicht? Ja. Wofür? Wir haben doch die Koordinaten. So. Oh. Von dem Rest habe ich jetzt Angelköder gekauft. Was für Dinger? Angelköder. So, Angelknöter habe ich verstanden. Nee, und Angelköder. Was ein Knöter ist. Ein Köter. Also ich habe soweit alles gegossen, aber ich glaube, wir konnten auch so eine Sprinkleranlage konnten wir doch auch bauen, ne? Oder ja, nicht? Können wir grundsätzlich. Wo war die denn? Und was also kostet viel ist die? Hier ja jetzt nicht, ne? Ne. Aber gut. Enzo? Ja, Sprinkle. Nein, warte mal. Wie nein, warte mal. Schenke ich dir trotzdem. Nein, der Enzo möchte das nicht. Ja. Ich guck selber. Ja, um die Insel herum ist aber irgendwie nichts, ne? Haben wir noch Glibber? Enzo, musst du mal in die Kiste gucken, weiß ich jetzt nicht bestimmt. Oh doch, hier ist was, cool. Ich habe relativ viel eingeschmolzen, also ich weiß ja nicht. Ja, ein Glibber haben wir, sehr schön. Dann brauche ich... 2 Kupferbarren. Guck in der Kiste, bevor du fragst. Ja, hab ich.
So. Und 5 Plastik. Fünf Plastik. 1, 2, 3. Hi. Lebe! Lebe! Atme! Wer? Ich! Oh Gott. Bist du tot? Nein, ich lebe. Also, die hat geatmet. Okay. Und wieder runter in die Tiefe und wieder weiter atmen. Danach. Also jetzt gerade bitte nicht. In der Tat brauche ich noch eine ganze Menge Plastik jetzt. Da könnte ich eine Sprinkleranlage bauen. Das, ich habe 5 Stück. Das ist sehr schön. Dann bring das mal bitte zu mir. Warte ganz kurz. Ess mal eine Ananas, während du ertrinkst. Hervorragend. Wo bist du denn? Hier. Ja. Danke. So, dann baue ich jetzt einen Sprinkler. Ich will nämlich unser Ansehen erhöhen bei dem Händler. Deswegen angle ich jetzt. Und dann verkaufe ich dem die Scheiße. Und dann freut er sich. Das wird er bestimmt. Ja. Und dann können wir neue Sachen bei dem kaufen. Ja. Ja, ja, ja. So, Sprinkler. Die stelle ich bei unseren Tieren auf am besten, ne? Macht am meisten Sinn. Ist eine gute Idee. Du kannst da, du musst doch sowieso Wasser auffüllen. Du kannst das verteilen, oder nicht? Also, dass du wieder Rohre machst und so. Ich guck gleich mal. Ja, blub, blub, blub. Ja, schon hoch. Benötigt Wasser. So höre ich immer so eine Art Trompet zwischendurch. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Wer pupst hier? Ich weiß nicht. Hi. Na? Wieso hast du mich getroffen? Das ist nicht okay. Hilfe, 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 Hilfe. Okay. Honig! Honig, Honig, Honig! Wir können Honig als Kraftstoff, Gedönsrad. Wieso liegt hier ein Campus? Können wir die Bienengläser da reinwerfen? Zur Arokost. Nee. Bald nicht, aber die Honig. Dann sollte ich, wenn ich oben beim Händler war, noch den Honig mitbringen von den Bienen, die ich da weggesnackt habe. Das wäre voll die geile Idee. Ne? Voll geil wäre das. Mega die krasse Idee wäre das. Mega krass, Alter. Mann, super krass, mega duper. Erst jetzt mit der... Ach, da fehlt noch eine Batterie wahrscheinlich, oder? Kann mal einer gucken? Wahrscheinlich. Wovon redest du jetzt? Von unserer Sprinkleranlage. Ja, natürlich. Alles, alles muss Batterien Sachen haben hier. Oh, ich hab hier Honig. Es müssen Honigwaben sein. Ach, Honig sein, nicht Honigwaben. Wie macht man Honig? Ich weiß nicht. Ich habe ein neues Rezept da oben rangehangen, ne? Okay. Hab ich gefunden. Okay.
Dann trinke ich noch schneller. Bin da schnell beim Händler. Okay, wir brauchen Glas für Honig. Ich brauche Glas? Achso, ja, Glas haben wir. Mehr Glas! Mehr! Oh Gott! Einer noch vier Plastik einstecken zufällig? Ne. Keine Ahnung. Ja, genau vier. Hier. Habe ich hier vor mich geworfen. Ich muss Honig machen gerade. Wo bist du denn? Ja, da war ich. Jetzt bin ich nicht mehr da. Nee. Wo ist mein Honig? Da ist mein Honig. Ich hab Honig! Hast du es hingeschmissen? Ich find's nicht. Hä? Ja, da. Hier, nehmen die Kiste. Hier. Neben die Kiste. Ja. Ja. Wir sind Rang 2. Wir haben eine Errungenschaft davon gekriegt. Oh, und jetzt geht es dann alleine oder was? Oh ja, wie cool. Jetzt können wir fortgeschrittenen Angelköder kaufen. Wir können explosiven Schleim bei den Händlern kaufen. Rezept deftiger Eintopf. Tic-Tac-Toe ein Spiel. Benötigt das Rohkost und Honig vielleicht. Oh Gott. Fundamentzähler. Baupläne und eine Hupe. Und eine Kochmütze. Und eine Tarnbrille. Und eine Seemannsmütze. Aber ich kann nichts kaufen, weil ich keine Müllwirbel habe. Das ist tragisch. Der Hai schwimmt hier einfach durch unser Boot. Womit machst du jetzt den Honig? Honig, Waben und Glas. Okay. Und dann ist es im Herstellungsmenü. Och Mann, wo ist der denn schon wieder? In die Herstellungsmenü. Wieso hat er hier so viel weggekaut? Im Herstellungsmenü? Ja, da wo du halt Sachen herstellst, weißt du? Ja. In Zoo. Ja. Wenn man auf dem Boot bleibt, dann muss man auf das Boot aufpassen. Ja. Ja. Aber das... Nicht einfach nur Sachen herstellen. Das ist gar nicht so... Ja. Okay. Wo ist... haben wir jetzt noch Plastik oder hast du alles verbraucht? Alles verbraucht. Ja, gut. Ich kann nämlich das nicht wieder aufbauen, weil wir kein Plastik haben. Ich finde den Honig nicht. Wieso liegt hier nur ein Fisch auf dem Grill wieder? Weil ich den gerade draufgelegt habe. Und wieso legst du da nicht mehr rauf? Weil ich nicht mehr hatte. Was findest du nicht? Den Honig finde ich nicht. Willst du jetzt Honig haben oder was? Oder nee, ich wollte Honig für dich machen. Honig, ich habe Honig in die Essenskiste jetzt getan. Ich habe Honigwaben. Wenn du die mit Glas kombinierst, tu die in dein Inventar. Ja. Und dann gehst du unter Ressourcen, das mit der Schraube. Und da gibt's Honig. Ach, das sieht ja nicht aus wie Honig. Ach so, ich brauche 6 Stück davon. Das hab ich noch frei. Schau dir. So, sind wir bei der Insel hier fertig? Ich weiß nicht, ich war nicht unter Wasser. Ich schon, da ist nicht viel. So, wir müssen jetzt da links. Nocke, ich halte und drehe sanft. Ach so, Ankerlichten, das vielleicht auch geil. Du kannst auch erst drehen, theoretisch. Aber ich muss halten und sanft drehen. So, stopp. Und stopp. Vollfahrt. Hm? So, jetzt los. Geradeaus. Seh?
Ja, der Anker ist gelichtet, ja? Ja, ja. Ja. Erzähl mal. Du müsstest richtig sein. Guck nochmal. Ja, ein bisschen nur nach links vielleicht, aber dann. Würde übrigens sagen, wir fahren da nur noch hin und dann war's das, oder? Ja. Ich habe jetzt noch einen Ticken nach links. Warte. Guck sofort. Hä? Was mache ich denn hier? Okay, warte. Ich guck erst. Jetzt wieder ein Ticken nach rechts. Ist schon. Gehen wir immer weiter nach rechts? Ja, was denn jetzt? Links oder rechts? Ja, jetzt wieder rechts. Jetzt bin ich rechts. Stopp! Und geradeaus wieder? Ja, jetzt wieder nach links. Wenn ich Stopp sage, meinte ich damit, dass wir jetzt wieder stoppen mit nach rechts gehen. Ich hab Hunger, ich verhungere. Oh je. Oh je. Ja, die jammert aber was zusammen, ne? So, euch ist nicht aufgefallen, dass wir ein neues Tier haben, hm? Ich war noch gar nicht oben. Ach so. Jetzt hast du die ganze Spannung genommen. Ihr guckt ja nicht und ich friere nicht, dass ihr seht, dass da ein neues Tier ist. Okay, ich komm gucken. Hallo! Wie heißt du? Hab ich vergessen. Ach nee, ich weiß wieder. Sei doch nicht so zickig. Das ist... Ich kann's nicht lesen. Ich kann's wirklich nicht lesen. Hanna! Hallo Hanna, komm mal her. Hanna, ich hab dich lieb. Hanna, ich hab dich lieb. Okay. Der Enzo wollte auch mal tuten, hast du gehört? Ja. Begrüßungstuter. Ach, Begrüßungstuter. So, dann schmelze ich mal weiter. So, was wollte ich denn mit Plastik noch machen? Kann mir das jemand verraten? Ich weiß. Das Fluss ausbessern. Ah ja, genau, danke. Okay, das war's schon wieder. Hier vielleicht noch Plastik. Ja, wir werden jetzt gleich wieder ein bisschen was in den Netzen haben, denke ich. Ja, jetzt habe ich was. So. Oh. Wir sind. Guckt mal geradeaus. Oh. Das ist die Kuppel, die der da auf dem Tisch stehen hatte. Wie der Hai einfach kaum mit uns mithalten kann, ne, weil wir so schnell sind. Guck, da oben, da ist das Blubberding da oben dran, wie auf dem Sandtisch. Okay, ich sollte vielleicht nicht ganz so euphorisch sein, aber guck mal! Guck mal! Jetzt guck doch! Mann, ich bin halt nur mal euphorisch. Ich finde das süß. Das ist das Ding, was der stehen hat, der Enzo. Ja. Enzo, Mann, guck doch. Död. Död. Oh, cool einfach. Das ist übrigens das Letzte, was ich storymäßig gemacht habe. Okay. Kraftstoff, wir haben einen Kraftstoff. Kraftstoff, wir haben einen Kraftstoff, was soll das heißen? Wir haben einen Biokraftstoff hergestellt. Das heißt das. Aha. Wir haben noch nicht mal ein. Wo kann man denn da anlegen? Rundherum quasi. Bei den Toren dort, ne? Siehst du die schon? Ja. Ich sehe noch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben wegen der Einstellung. Aber ja. Da sind Bäumchen genau da drin. Das ist eine Stadt. Soll ich dir was verraten? Ja. Die Bäume kann man alle fällen, die da rundherum stehen. Alles klar, ich brauche eine neue Axt. Mach ich aber beim nächsten Mal dann. Weiß nicht mehr, ob das bei jedem. Nee, guck mal.
Wir müssen, nach... glaube ich, rechts drum rum, ja, ne? Oder hm, links. Ich mach grad. Mach super. Soll ich die Motoren mal einen ausmachen zumindest? Nö, ich glaube so, oder? Meinst du, müssen wir? Weiß ich nicht. Nur ein bisschen langsamer, ja. Dann mach ich ja, den. Wenn ihr meint. Alter Schwede. Hi! Nee, nicht richtig, ändern Sie mal. Wo ist er? Weg. Ja, super. Ich hab ihn schon gekillt. Wenigstens hast du ihn gekillt. Also ich finde, so sind wir ganz schön langsam. Ja, stimmt. Ich mache ihn wieder an. Ja. Aber hier ist so ein Tor. Ich glaube, du musst beide anmachen, weil... Wie, hier ist ein Tor. Der ist oh, aber ja, da, kommt, zu. Da kommen wir nicht hoch, ne? Ist bestimmt irgendwo von der so eine Plattform aus? Nein, das ist irgendwo offen. Ach so. Oder dann müssen wir jetzt wieder rechts. Pfeile. Ein bisschen mehr rechts jetzt wieder. Ich bin doch dabei, Enzo. Ach so, Entschuldigung. Ich stehe direkt hinterm Steuerrad und steuere die ganze Zeit hin und her. Jawohl, hallo. Kapitänin. Guten hallo. Tag, hallo, siehst du mich? Ja, hallo. Ah, ist offen. Ja, da müssen wir rein. Also nee. Wir fahren nicht da rein, weil dann kommen wir nie wieder raus, aber... Nee. Ich werfe den Anker direkt davor, ja? Ja. So, jetzt. Gut. Maschinen aus. Maschinen aus, alle. Guck mal, aber wenn du... Ist warte auch. Mal, mach den einen nochmal an, ich will euch was zeigen. Ich bin hier, seid ihr auch bei mir? Ja. Ja. Guck mal, wenn man nur den anmacht, der läuft nicht, seht ihr das? Ah. Der eine ist zu wenig. Wir müssen beide anhaben, weil unser Raft zu groß ist. Okay. Okay. Und deswegen läuft er nicht. Sollten wir früher oder später noch mehr bauen? Ja, so im Moment laufen die ja noch. Also wenn wir... Ja. Gut, also machen wir das jetzt in der nächsten Aufnahmesession. Habe ich das richtig verstanden? Yep. Ja. Gut. Ich müsste einmal schnell... Ja, ich bin auch schon am Wegräumen. Nee, ich bin noch am Schmelzen tatsächlich. Ach so. Ja, wir können ja, du eben. Kannst ja einfach noch ein bisschen weiter schmelzen, wenn du möchtest. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist jetzt vorbei. Wir gucken dann nächste Folge. Gucken wir da rein. In dieses da gucken wir uns Ding. Die Großstadt an. Und vermutlich werden wir in der nächsten Aufnahmesession noch nicht fertig damit sein. Mal sehen. Cool. Weil wir müssen ja auch noch alle Bäume fällen, ist klar, ne? Ja, ist ja klar. Ich muss ja, eine Axt machen. Und da stehen rundherum, überall stehen da Bäume. Cool. Cool, cool, cool. Also, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und freut euch schon auf die nächste Aufnahmesession nächsten Samstag. Oder beziehungsweise den Montag danach kommen die Folgen. Ich kann sagen, wir sehen das ja erst Montag. Genau. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao.